Hallo und herzlich willkommen bei Agrarian Skies. Tja, das ist die Minecraft-Serie, über die ich in der Vergangenheit geredet habe und über die ich auch ein paar kryptische Nachrichten losgelassen habe. Wir befinden uns im Modpack Agrarian Skies und es gibt erstmal zwei Besonderheiten an diesem Modpack. Erst einmal ist hier eine Mod installiert, die uns Quests aufgibt. Und diese Quests sind auch sehr gut dafür geeignet, um überhaupt herauszubekommen, was man hier machen muss, um vorwärts zu kommen. Also wenn man sich an diesen Quests orientiert, dann kann man relativ schnell hier was Vernünftiges aufbauen. Denn es sind einige Mods installiert, knapp über 100, glaube ich. Die zweite Besonderheit ist allerdings, dass wir hier auf einem Skyblock sind. Und genau das ist es, was ich mit Wiederaufleben lassen einer alten Serie meinte. So. Wir befinden uns hier nämlich in einer vorgefertigten Welt, aber es ist ein Skyblock. Und es sieht jetzt auf den ersten Blick so aus, als ob das hier alles Erde und Gras wäre, aber das ist alles nur Stained Clay und hier solche Sandstone Bricks. Das heißt, das ist nichts, wo wir jetzt eine Farm drauf bauen können oder sowas. Also das sind alles unnütze Blöcke, das ist kein Holz, das ist kein Gras, das ist keine Erde, das ist nichts, was uns irgendwie helfen würde. Davon gibt es immer noch sehr wenige. Was das jetzt hier soll, weiß ich nicht so ganz. Wir haben hier jedenfalls eine unendliche Wasserquelle, das ist schon mal was Schönes. Und hier haben wir einen einzigen Dirtblock. Und ich war einfach schon mal so mutig und habe den hier abgebaut. Darunter befindet sich nämlich die Dirt Chest 9000 und da sind schon mal 7 Dirt drin. Und das ist auch schon mal eine ganz feine Sache. So. Und jetzt gucken wir einfach mal hier in diese Strongbox. Da steht Owner Jaded Cat, das ist der, der das Modpack gemacht hat und auch die Quests. Und hier sind einige Sachen drin, einige Sachen, die uns am Anfang vielleicht etwas helfen werden. Und wir nehmen es einfach mal alles mit. Oh, was ich vergessen habe, Game Rule, Moment, das müssen wir klein schreiben. Keep Inventory True. So, dann werden wir unser Inventar nicht verlieren, wenn wir sterben, wenn wir also vom Skyblock runterfallen. Das ist nämlich ganz wichtig, wir spielen nämlich Hardcore. Also Hardcore, wie es das Questbook vorgibt. Und das Questbook sagt, wir sollen Hardcore spielen und wir haben 2 Leben. Das heißt, wir können es uns erlauben, 2-mal zu sterben. Wenn wir allerdings diese Quests hier erfüllen, dann bekommen wir als Belohnung möglicherweise ein extra Leben. Und so können wir uns das später aufbauen und sind dann immer mächtiger und immer schwerer zu töten, weil wir immer mehr Leben bekommen. Und ich finde das einen sehr interessanten Ansatz. So, erste Questreihe Learning to Skyblock, open. Und dann haben wir hier die einzige Quest, die es in diesem Bereich gibt. Und das bedeutet Craft a Wooden Plank. Okay, dann machen wir jetzt genau das, weil wir haben ja hier ein paar Saplings. So, und Bone Meal haben sie uns netterweise auch gegeben. So. Wunderbar. Da haben wir unseren ersten Baum und den werden wir jetzt abbauen und eine Wooden Plank herstellen. Und dann haben wir die erste Quest schon einmal gemeistert. Und ihr habt gesehen, man bekommt da ein paar Rewards. Das zeige ich euch gleich natürlich nochmal. Da werden wir dann für unseren Aufwand, den wir hier betrieben haben, belohnt. So, gucken wir mal. Craft a Wooden Plank. Ach nee, haben wir ja noch nicht gemacht. Wir haben ja nur Logs. So, jetzt haben wir Wooden Planks. Jetzt steht hier 100% und Claim Reward. Und wir bekommen als Reward ein Apple und eine Pick of Splintered Dreams. Ah ja, okay. So, wunderbar. Jetzt haben wir hier ein Apple und eine Pick of Splintered Dreams. Moment, mir fällt gerade was ein. Ja, Musik ist an. Das machen wir mal noch aus. So, okay, jetzt haben wir hier zumindest eine neue Pickaxe bekommen und können jetzt hier diesen Stained Clay abbauen. Aber wie ich ja eben schon sagte, das ist kein Holz, das ist keine Erde, das ist kein Stein, das ist gar nichts, was uns irgendwie helfen würde, irgendwas Vernünftiges bauen zu wollen. Also, ja, also diese ganzen Stained Clay, das ist ja einfach nur da, damit man eine gewisse Basis hat, von der man anfangen kann zu bauen. Und, ja, dass man einfach nicht so mitten in der Luft ist. Und jetzt gucken wir uns die nächste Quest an. So, Crafting Task, achso, ja. So, hier klicken wir mit der rechten Maustaste, dann kommen wir zurück. Und dann gibt es hier Manual Completion. Use the Manual Submit Button to turn in one wooden plank. Genau, das war jetzt eben auch die Sache, da wir jetzt eine Wooden Plank schon haben. Und erst danach diese Quest bekommen haben, müssen wir hier Manual Submit machen. So, Claim Reward Quest Delivery System. Okay. Aber was ist denn das Quest Delivery System? Wir stellen es einfach mal hier rein. So, Quest Delivery System. You currently have not bound a quest to the QDS. Ich weiß nicht, was das soll. Kann ich eigentlich nicht so genau sagen. Wir gucken mal. The second type of quest is the consume quest. Okay.
Tja, ich weiß aber nicht, wofür das Quest Delivery System da ist, also ignorieren wir das einfach mal. Achso, use the hopper from the starting chest to feed planks into the QDS. Okay, das können wir auch machen, dann brauchen wir nicht auf Manual Submit bauen, klicken. So, dann machen wir hier den Hopper hin und stecken da eine Wooden Plank rein und dann ist die Quest auch erfüllt. Nicht wahr? Achso, Select Task. Wir müssen erstmal sagen, okay, wir wollen diese Aufgabe machen. So, das ist jetzt natürlich blöd. You have not bound a quest, wie jetzt. So, das geht da jetzt rein. Und das heißt, die Quest erfüllt? Nee. Before you send items to the system to... Before you send items to the system, you will need to key the system to the quest. Do so by selecting Select Task button in the top layer. Then right-click the quest delivery with the book. Okay. Zack. Okay. So, und jetzt. Wir hatten den Rechtsklick vergessen. Jetzt können wir es daran binden. Und jetzt ist es erfüllt. Okay. Rewards, ein Reward Back und ein Full Heart. Das ist doch eine schöne Sache. Okay. Feed the QDS. Und no help given. Give the hopper back. You don't get to keep it. Make sure you break it with a pickaxe. Beschiss. Also wir müssen den Hopper wieder abgeben. Den dürfen wir nicht behalten. Das ist ja ein kleiner Beschiss. Na, schön. Also wir dürfen den Hopper nicht behalten. Müssen wir es wieder zurückgeben. Manual submit. Jetzt ist der Hopper wieder weg. Claim reward. Okay. Wir haben jetzt hier ein komplettes Herz bekommen. Das können wir jetzt essen. Und jetzt haben wir 3 Herzen. Also 3 Leben. Und jetzt gucken wir in den Reward Bag. Das ist ein Belohnungsbeutel. Da gucken wir rein. Okay, but not great. Okay. 1,18%ige Chance, diesen Reward zu bekommen. Das ist eine Spiked Pick. Okay, die ist jagged. Das heißt, die ist aus einem Kaktus gebaut. Jagged Stonebow und Thormic. Okay, kann aber nur Stone abbauen. Das heißt, ist genauso gut wie eine Holzpickaxe. Und die ist auch für Stone. Okay, also die nehmen sich beide nicht. Sie sind beide gleich schlecht. Gleichermaßen schlecht. So, was steht denn jetzt hier noch weiter? Wenn wir das hier weitermachen, dann kommen wir wirklich relativ gut voran. Kill the Zombies. Okay. Zombies killed. 0%. Killed. Kill a total of 3. Okay. Wir müssen 3 Zombies töten. Gut. Das können wir in der Nacht machen. In the beginning. Oh weh, da fängt es jetzt an. Okay, wir müssen jetzt also anfangen, erstmal eine Crafting Station zu bauen. Das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Crafting Table, Crafting Station. So, ich denke mal, das können wir hier ruhig alles hier drin lassen. Das ist gar nicht mal schlecht. Dann brauchen wir eine Chest. Okay. Man, ich sollte gleich einen neuen Baum anpflanzen. Das ist nicht gut, dass ich das hier so, ne? So, nächsten Baum. Zack. Und Holz. Na, was ist hier los? Das hat aber lange gedauert. Das war nicht fair. Dass das so lange dauert hier. Die hätten uns ruhig mal eine Axt geben können. Weil ich bin nämlich der Meinung, dass diese normalen Vanille-Rezepte für Werkzeuge in dem Modpack hier nicht funktioniert. Das ist auch wieder so eine kleine Extra-Gängelung, dass man auch ja auf die Rewards hinarbeitet und die repariert und Tinker's Construct benutzt. Ich glaube, wir können es hier keine Wooden Axe bauen, wenn wir das wollten. So, ich guck mal mit Stick. Und jetzt machen wir mal eine Wooden Axe. Geht nicht. Eine Hoe können wir bauen, okay. Aber auch nur, weil es keine Tinker's Construct Hoe gibt. Wir können keine Pickaxe bauen und doch, eine Shovel können wir bauen. Eine Shovel können wir bauen, aber wir können keine Axt und keine Pickaxe bauen. Okay, das wären jetzt eigentlich auch die wichtigsten Sachen gewesen. Nee, schön. Ein Part-Builder brauchen wir. Gut. Ich glaube, ich weiß noch, wie das funktioniert. So, Blank Pattern und Stencil Table. Okay, den brauchen wir aber auch. So. Dann brauchen wir ein Tool Station, ein Part Builder und ein Oak Barrel. So, dann gucken wir jetzt einfach mal. Part Builder. Da brauchen wir Blank Pattern und ein Log. Okay, ich habe eben gemerkt, der hat mein Inventar sortiert auf R. Das will ich natürlich nicht. So, okay, wir brauchen einen Wooden Log. Das haben wir jetzt allerdings nicht mehr. Ist natürlich blöd. Also werden wir noch einen Baum anpflanzen. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich weiß, wir haben ja jetzt mehr Dirt. Aber eigentlich möchte ich mir das jetzt noch ein bisschen aufheben. Und ich finde, mehr Dirt brauchen wir ja jetzt auch gar nicht. Und vielleicht habt ihr das jetzt auch schon gemerkt, wir haben überhaupt kein Gras. Das könnte ein kleines Problem werden, weil so können ja keine Tiere spawnen, nicht wahr? Und so können wir kein Bone Meal benutzen, um Pflanzen zu bekommen. So. Ja, jetzt geht's aber weiter. Ja, der Heuschnupfen. So, da kommt jetzt ein Oakwood drunter, dann haben wir einen Part Builder, okay, werden wir alles brauchen für Tinker's Construct früher oder später.
aber wir werden das hier, glaube ich, auch noch ausweiten und das anders aufbauen. Und dann brauchen wir noch eine Tool Station. Okay, dann gucken wir mal. Tool Station, da brauchen wir ein Crafting Table drunter. Okay, dann machen wir uns mal ein Crafting Table und dann machen wir uns noch ein Blank Pattern. So, und das kommt unter den Crafting Table und da haben wir eine Tool Station. Super. Also ich kenne mich ja doch ein bisschen aus in Tinker's Construct und es wird langsam dunkel. Das ist gar nicht gut. Naja, okay, hier ist ein bisschen Beleuchtung. Ein bisschen Beleuchtung ist da, aber halt nicht überall und auch nicht auf dem Haus. In dem Haus? Ist hier Beleuchtung? Ja. Gut, hier ist Beleuchtung drin. Wir müssen trotzdem eigentlich Angst haben. Oak Barrel. Okay, können wir denn ein Schwert machen? Oder geht es nicht? Nein, wir können auch kein Schwert machen. Scheiße. Mist. So, ein Oak Barrel brauchen wir. So, gucken wir mal, wie das geht. Da brauchen wir einfach nur Wood und ein Slab. Okay. Das müsste eigentlich zu machen sein. Ein Slab und dann machen wir uns Wood. Wir behalten mal ruhig noch ein paar Logs zurück. Wer weiß, wofür man die braucht. So, da haben wir ein Oak Barrel von Ex-Nihilo. Ex-Nihilo ist so ziemlich die Skyblock-Mod überhaupt. Die ist ganz, ganz wichtig. Und wir stellen dieses Oak Barrel jetzt einfach mal nach draußen. Weil, wenn es regnet, dann wird sich das mit Wasser füllen. Oder, Moment, das ist ja gar nicht wichtig. Könnt ihr mal sehen, in einem normalen Skyblock wäre das wichtig, um Wasser zu bekommen. Aber hier ist es nicht wichtig, weil wir unsere unendliche Wasserquelle schon haben. Also können wir das Oak Barrel auch hier drin hinstellen. Hier wird es langsam eng. So, und dann brauchen wir noch einen Crook. Der wird uns später helfen, Strings zu bekommen. Und bestimmte Samen und sowas. So, da brauchen wir nur Sticks. Okay. Alles klar. Also man baut hier ziemlich viel Zeug und weiß erstmal gar nicht, wofür man das braucht. Aber das wird alles später noch seinen Sinn haben. So, jetzt können wir hier, also die drei Rewards bekommen wir und hier können wir uns einen aussuchen. Pan of Destiny oder Axe of Despair. Und ich möchte die Axe of Despair haben. So, dann haben wir wenigstens mal eine Axt. Gut. Wir haben außerdem ein Viertelherz bekommen. Das heißt, wenn wir vier von diesen Viertelherzen bekommen, klar, dann bekommen wir ein ganzes Herz. Wir haben noch ein Basic Reward Bag. Steht denn da? Okay, but not great. 1,18% Chance. Wir haben ein Neon Tetra, männlich und ein weiblich bekommen. Okay, die kann man anscheinend irgendwie züchten. Lifespan tiny. Fertility very low. Ja, okay. Also, ja, man kann die irgendwie züchten. Und wenn ich sie jetzt auf den Boden schmeiße oder ins Wasser kippe oder in eine Chest oder so, dann sterben die meiner Meinung nach. Und jetzt leben sie noch. Also, ja, ich bin mir da nicht so sicher. Wenn ich den jetzt da hinlege, dann ist er doch tot, oder? Nee. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Use Fish Breeding. Ja, aber das ist Mariculture. Damit kenne ich mich jetzt gar nicht aus. Fish Products. Electric Droplet und Water Droplet. Wofür braucht man das? Okay. Ich denke mal, das brauchen wir nicht wirklich. Wir können sie nicht kochen, also sind sie für mich jetzt relativ wertlos. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach mehr Quests. So, was gibt es denn hier noch? Hier gibt es jetzt Smooth as Silk. Unlocks two quests elsewhere. Okay. Also, wir müssen einen, String is the gateway to all resources. Fishing rods will provide food. Seas are used to sift dirt. Okay, okay. Moment, wie kriege ich denn einen Silkworm? Ich brauche einen Silkworm. To get string, you will need to break leaves with your crook until you receive a silkworm. Was? To get... Um String zu bekommen, musst du die Blätter mit einem Crook schlagen, bis du einen Silkworm bekommst. Right-click a leaf block on a newly grown tree with a silkworm. Okay. Okay, also wir müssen einen Baum wachsen lassen. So. Tut mir leid, wenn ich das jetzt nicht sofort immer übersetze. Das ist ein bisschen knifflig. So, wir haben einen Baum wachsen lassen. Und da müssen wir jetzt die Blätter mit dem Crook kaputt machen, bis wir einen Silkworm bekommen. Also einen, wie heißt das? Einen Seidewurm. So, und wenn wir einen Seidewurm bekommen haben, dann können wir den auf einen Baum setzen und der macht dann String. So, das ist einfach eine bessere Methode, als Spinnen zu töten. So, wie gesagt, wir sind auf Hardcore. Eigentlich müssten hier jetzt auch bald Monster spawnen. Ich fände es ja ganz schön, wenn jetzt keine spawnen würden, aber man kann ja nicht alles haben. So. Wir haben nicht einen einzigen Silkworm bekommen. Das gibt's doch gar nicht.
Das kann doch nicht sein. Sind die so selten? Das gibt's ja nicht. Okay, dann gib uns mal die Axe of Despair. Die ist auch ziemlich schlecht, aber ich denke mal besser als mit bloßen Fäusten, oder? Moment. Ja, sie ist schneller. Okay, sie ist schneller als mit bloßen Händen, aber unbedeutend schneller. Es ist ja eine Holzaxt. Aber gut, was Besseres kann man momentan nicht bauen. So, wir haben keinen Silkworm bekommen, also das Ganze nochmal. Der Crook ist fast kaputt, aber wir brauchen unbedingt String für die nächsten Quests. Denn wir müssen uns eine Art Sieb bauen und da können wir dann Dirt durchsieben. Und da bekommen wir dann vielleicht Stein raus oder irgendwelche anderen tollen Sachen. Wenn wir dann später Gravel sieben, dann kann man, glaube ich, Redstone daraus bekommen. Nee, das bekommt man aus Dust, also aus Staub. Aber das sind alles Sachen, die bekommt man meistens, wenn man irgendwas durchsiebt. Wir haben immer noch kein Silkworm, das gibt's doch nicht. Oder mache ich das falsch? Nee, mache ich nicht. Das kann doch nicht sein. Man muss die Blätter mit einem Crook kaputt machen und dann bekommt man Silkworms. Das weiß ich. Ich bin mir ziemlich sicher. Komm schon, lass mich jetzt mal nicht im Stich hier. Schon zwei komplette Bäume kaputt gemacht und nichts kommt. Moment. To get string, you will need to break leaves with your crook until you receive a silkworm. Ja, aber ich bekomme keinen. Warum nicht? Warum bekomme ich keinen Silkworm? Das ist essentiell, das ist ganz wichtig. Das ist unsere Nummer 1 Versorgungsquelle für String. Das brauchen wir unbedingt. Ja, und ohne String gibt es kein Sieb, kein Sieve und kein Sifter und ohne das kann man keine anderen Sachen bauen. Also sonst werden wir hier ewig nur mit Dirt und Wood rumhantieren und werden nie Steine bekommen oder irgendwas anderes. Und wir werden nie vernünftige Maschinen bauen können. Hier ist auch Thermal Expansion und solche Sachen drin. Also das ist fast ein normales Technik-Modpack. Nur dass es halt auf den Skyblock speziell konfiguriert und ausgerichtet ist. Aber um jetzt irgendwie weiterzukommen, brauchen wir unbedingt Silkworms. Da war einer. Wunderbar. Sehr schön, der bewegt sich ja sogar. Der wurmt so ein bisschen rum. Auch eine schöne Sache. So. Den letzten komme ich nicht ran. Doch, sehr schön. Okay, jetzt müssen wir erstmal noch einen neuen Baum wachsen lassen und dann den Wurm auf diesen Baum loslassen. Und wenn denn die Blätter komplett weiß geworden sind, bin ich der Meinung, dann können wir von diesen Blättern String bekommen, weil sich der Wurm darin dann eingenistet hat. So, also noch ein Baum. Zack. So. Und dann setzen wir mal den Silkworm hier von mir aus auf das Blatt drauf. So, da steht jetzt der Fortschritt, Progress, Infested Leaves. Ich weiß nicht, ob sich das überträgt auf die anderen Blätter oder ob das da bleibt. Das kann ich nicht so genau sagen. Nein, das kann ich gar nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. So, ich würde mal fast sagen, wir setzen mal hier noch einen Dirtblock hin. Und werden den jetzt hier auch noch schnell hochzüchten und ein bisschen mit dem Crook bearbeiten. Vielleicht bekommen wir ja noch einen Wurm. Na komm schon. Komm schon, der Crook ist schon wieder fast kaputt. Er ist kaputt. Ja, na ganz großartig. So, diese Blätter werden da jetzt immer heller. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sich das überträgt auf die anderen Blätter. Das wäre natürlich wünschenswert, denn dann müssten wir nicht so viele Würmer bekommen, sondern könnten es einfach eine Weile stehen lassen und da würde dann nach und nach den ganzen Baum infizieren. Das wäre eigentlich eine feine Sache, da braucht man halt einfach nur ein bisschen Geduld. Wunderbar, ich habe noch einen bekommen. Also das werde ich gleich mal sehen, ob sich das überträgt oder nicht. Ansonsten setzen wir den zweiten Wurm jetzt hier von mir aus ein bisschen weiter weg. Also nicht unbedingt direkt neben dieses infizierte Blatt, sondern einfach ein bisschen entfernt auf die andere Seite vom Baum. Und dann können die beide unabhängig voneinander arbeiten. So, da komme ich jetzt nicht mehr ran. Okay. Wir müssen auch tatsächlich aufpassen mit unserer Hungerleiste, weil man hier vor Hunger sterben kann. Absolut. Und ich glaube, wenn der Hunger auf Null ist, dann fängt nicht langsam an, die Herzen weniger zu werden, sondern bist du mit einem Schlag tot. Ich glaube, da hat man keine Chance mehr. Wenn der Hunger runter ist, dann stirbst du. Augenblicklich.